So, mal immer noch mal im Ablaufen die Kante. Nicht, dass wir da noch irgendwas übersehen. An seltenen Gegenständen vielleicht. Aber es sieht nicht danach aus. Hier ist noch so eine Schädelblüte. So. Gut, dann gehen wir mal zum Weststrand. Überbrücken wir mal eben hier die Nacht. Und es regnet wieder. Da sieht das ja schon sehr nach einem Floß aus hier. Der Jaffa, der hat ja richtig was gezaubert. Da ist es. Gutes Floß. Mensch, sage, wenn er will, verlasse Insel. Ja, Sekunde. Ich habe hier noch was gesehen. Eine Muschel zum Beispiel. Und hier sind noch Sandteufel. Eine leere Kiste. Nee, ich denke, wir haben das hier soweit alles abgesucht, ne? Hier sind wir auch durch, meine ich, ne? Als erstes hier mit dem Jaffa. Ja, ich denke, wir haben das. Genau. Fahren wir mal wieder. Okay, kann losgehen. Wir können die Insel jetzt verlassen. Megranes Miller, Jaffa gehe mit Freund in weite Welt. Du Kapitän, du steuerst Floß. Questerfolg trifft Jaffa am Weststrand. Gib mir alles, was du gesammelt hast. Meitaki? Gib schon her, Kleiner. Ach so, das heißt, wenn er was klaut, dann da ist noch eine Krabbe. Dann bekommen wir das. Den nehmen wir natürlich noch mit hier. So ist jetzt eben die Frage, wo wir als nächstes hinsegeln. Der Slane, der hat uns ja hier ausgesetzt. Beziehungsweise unser Schiff ist ja auch abhanden gekommen. Was haben wir denn auf dem Plan? Wir haben so. Slane, der Drecksack, ist verschwunden. Mein Schiff ist weg. Ich muss einen Weg von dieser Insel finden, auf die mich Slane gebracht hat. Da sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir die Insel wieder verlassen können. Dann haben wir hier Stahlbarts Geist, Stahlbarts Artefakt. Das sind alles die
Geschichten hier mit Mara. Auf den Spuren Garcias. Da hatten wir ja schon mal geguckt. Auf Caldera. Das war die Geschichte mit dem Morrigato. Da haben wir ja noch keinen Erfolg gehabt. Naja, das war die Sache mit dem Corrientes. Das ist ja hier diese Geschichte mit dem hier nicht Schwertküste, sondern das war diese Expedition. Die müssten wir ja auch noch finden. So, das heißt, so, wir haben noch das schmierige Köchlein. Der Lufttempel. Wir fahren nach Takarigua. Und gucken erstmal eben, was da so los ist. Können wir auch nur. Ach schön. Das ist ja auch großartig hier, ne? Der Jaffa. Du verlässt die Insel der Diebe. Questerfolg ausgesetzt. Neue Quest, wo ist mein Schiff? Takarigua, gefährliche Insel, Piraten. Ja, so gefährlich ist die Insel nicht. So, Jaffa, was sagst du denn? Lass uns hier schnell verschwinden. Ich kenne diese Insel. Wir müssen zum Piratennest. Irgendwie muss ich mein Schiff wiederfinden. Jep, Kapitän ohne Schiff, nix gut. Auf geht's. Jep, jep. Okay, Jaffa schließt sich dir an. Dann, schauen wir mal, wo wir hier genau gelandet sind. Ach, das ist hier diese Sumpfgegend, wo wir diese Ghule platt gemacht haben. Die ist noch eine Maki-Bäre. Hier waren diese ganzen Krabben unterwegs. Ich bin mal gespannt, ob hier eins dieser Schiffe gelandet ist. Ich weiß gar nicht, war ich hier hinten schon? Aber wir sind doch jetzt hier, ne? Ah, da kommen wir gar nicht hin. Na, gehen wir mal zum Piratennest.
könnten wir uns ja auch hin teleportieren, ne? Gehen wir mal zum großen Tor. Ach, das war der Bereich, den wir gerade gesehen haben, ne? So, hier Puerto Sacarico. Gehen wir mal zum großen Tor. So. Alles klar bei euch. So, das sieht ja schon mal nach einem Schiff aus. Es ist eben die Frage, welches das ist. Das ist der Eldrick. Das ist unser Schiff. Na, Chani. Du lebst. Das ist gut. Danke, Chani. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Chi. Also, das heißt, Patty ist irgendwo... Ah, hier ist sie ja. Dem Himmel sei Dank, du lebst noch. Ja, ich bin auch froh, dass ich wieder hier bin. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Slane hat sich irgendwie auf sein Schiff geschlichen und seinen Leuten befohlen, aus allen Rohren auf uns zu schießen. Ich musste abdrehen und von der Insel fliehen. Sonst hätten sie uns versenkt. Okay, und ich dachte schon, du hättest mich im Stich gelassen. Unsinn. Wir wollten gerade wieder auslaufen, um dich zu suchen. Dieses Schwein. Und ich habe ihm noch neue Kanonen besorgt. Wir hätten Slane gleich in Antigua erledigen sollen. Questerfolge, wo ist mein Schiff? Ja, das werden wir nachholen. Das werden wir jetzt nachholen. Das höre ich gern. Wie hast du es überhaupt geschafft, hierher zu kommen? Ich habe ein Floß gebaut. Wie bitte? Ein Floß? Ja, verdammt. Aha. Aber was ist mit dem Dolch? Na, was wohl? Slane hat ihn immer noch. Ich wette, er ist wieder auf Antigua. Was soll er denn da? Er will irgendwas vom Admiral. Und das schon, seit wir ihn das erste Mal getroffen haben. Sonst wäre er niemals in Antigua an Land gegangen, um sich mit dem Admiral wegen dämlicher Schiffsausrüstungen zu streiten. Du meinst, das war alles geplant? Nicht alles. Du warst nicht auf seiner Rechnung. Du kamst zu einem schlechten Zeitpunkt. Das ganze Theater hat er nur veranstaltet, um dich loszuwerden. Ja, und fast hätte er es geschafft. Aber eben nur fast. Wird Zeit, dass du ihm zeigst, wer der bessere Kämpfer ist. Na dann. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Antigua. Gut, schauen wir mal. Der Slane dann auch dort ist. Da, Slanes Schiff. Ich wusste doch, dass er hier ist. Jetzt geh zu ihm und mach ihn fertig. Er ist bestimmt wieder beim Admiral. Ja, was hältst du denn davon, wenn du mitkommst? Komm mit. Ei. So. Warum du sagst, Mensch, Frau, du Floß gebaut? Ja, sorry, Kleiner. Du hast natürlich das Floß gebaut.
Mensch, nicht Schwindel. Nicht gut für Ehre. Da hat er recht. So, Eldrick. Der Lufttempel ist die Quelle der Gargoyles. Wir müssen ihn so schnell wie möglich finden. Der Lufttempel. So.